Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wunderschöne Drogerie-News für euch. Und das ist genau das, wo ich weiß, Mensch, Tim Günstmaus ist am Start. Freunde, wow. Hallo, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und bevor ich mit der Tür ins Haus falle, mit dem Video. Das ist das erste Video, was ich nach meinem Launch mit meiner Lidschattenpalette in Zusammenarbeit mit Catrice drehe. Und ich wollte jetzt in diesem Video nochmal den Raum nutzen, um mich kurz bei euch bedanken reicht nicht, sondern euch mitzuteilen, dass ihr alles abgerissen habt. Ich will mich nicht kleiner machen, als ich bin, aber als ich am Montag da saß, habe ich wirklich Angst bekommen, dass ich zu klein bin, dass wir niemals viele Paletten verkaufen und nun gut, nach 45 Minuten war der Spuk vorbei und es war so gut wie alles ausverkauft. 48 Stunden später war der komplette Stock weg und weder Catrice noch ich haben damit gerechnet und ich bin immer noch völlig überwältigt. Ganz viele von euch haben die Palette mittlerweile schon und das ist unglaublich und als Dankeschön möchte ich zwei Sachen sagen. Wir arbeiten gerade mit Hochtouren daran, dass wir noch ein bisschen was nachkriegen für alle die, die es vielleicht verpasst haben oder wo es finanziell nicht ging. Ich habe gesagt, ich möchte, dass jeder eine Palette bekommt und ich gebe mein Bestes dafür, dass ihr die Möglichkeit bekommt. Des Weiteren habt ihr es vielleicht bei Instagram schon gesehen, da habe ich nämlich schon zwei Paletten verlost. Aber nicht nur Paletten, sondern PR-Boxen. Und das ist einmal dieses Schätzchen hier. Und ich möchte euch hier auf YouTube auch die Möglichkeit geben, dass ihr eine meiner PR-Boxen gewinnen könnt. Denn ich weiß, nicht alle haben Instagram und ich möchte fair genug sein. Deswegen Teilnahmebedingungen stehen einmal unten in der Infobox. Ihr müsst unbedingt Abonnent meines Kanals sein. Ideal wären, wenn wir 75.000 Abonnenten durch dieses Gewinnspiel erreichen können, damit das Ganze dann funktioniert. Eine Person kann das und schreibt bitte unbedingt in die Kommentare, wie ich euch erreichen kann. Sei es Instagram, sei es per E-Mail, meinetwegen ein Postfach. Aber ich möchte euch was zurückgeben und von Herzen wirklich Danke sagen. Danke reicht nicht. Ich gebe mein Bestes, dass ich das irgendwie wieder gut machen kann. Ich bin der glücklichste Mensch und ja. Aber es geht weiter und das ist ganz, ganz... Das fühlt sich ganz komisch an, weil ich jetzt einfach euch das Produkt endlich zeigen kann. Die Palette lag hier jetzt einfach Monate da und look at the colors. Ich kriege ganz viele Nachrichten von euch und ich würde euch auch noch an dieser Stelle eine Sache bitten. Und dann geht's wirklich los, Freunde. Ich weiß, es tut mir leid, Intro mega lang, aber ich muss mit euch reden, weil... Weil sonst vergesse ich das und ich möchte, dass jeder die Informationen mitbekommt. Also sagt am besten auch eurer Freundin Bescheid, sie soll dieses Video gucken oder ihr zeigt ihr das und erklärt ihr das. Ich möchte ein Video drehen in 2-3 Wochen ungefähr, wenn wirklich alle die Palette bekommen haben, wenn sie angekommen ist und dass ihr euch schon mal so ein bisschen mit der Palette und den Texturen und der Formulierung vertraut machen könnt. Und ich würde euch bitten, dass, falls ihr Instagram habt, mich auf den Bildern, die ihr postet, bitte taggt, sodass sie bei mir angezeigt werden auf Fotos, auf denen ich markiert werde. In der Story ist es gut, aber das bleibt leider nicht da, das heißt, es ist weg. Und ich möchte gerne Looks von euch nicht bewerten, sondern auf eure Looks reagieren und einige davon auch nachschminken. Und jetzt, Freunde, geht's aber los. Eigentlich geht's heute nur um zwei Produkte, because I'm a mess. Es ist einmal hier von Alicia Marie, die 1991 Pinselkollektion. Ich war tatsächlich letzte Woche, die gesamte Woche, unten bei Alicia und Nico und durfte natürlich auch damit schon ein bisschen was schminken. Deswegen ist es nicht unbedingt eine First Impression, sondern eher eine Review. Und es gibt von Love Cosmetics 4 neue Lidschattenpaletten, die ich so ein bisschen mit benutzen möchte. Weil Love, Catrice, Essence, Drogerie, günstig und fantastisch schön, Freunde. Ich hole euch jetzt ein Stückchen näher ran und dann geht's endlich mit dem Video los. Okay, Freunde, ihr seid wunderschön nah dran. Es gibt 4 Lidschattenpaletten. Die sind so ein bisschen speckig, das ist das Problem bei diesen Metallic-Paletten. Ich habe hier einmal die Self Care Palette. Das ganze Konzept von diesen Lidschattenpaletten ist eher so ein bisschen auf Empowerment von sich selbst. Dass man sich selbst liebt, dass man sich selbst gut zuredet und dass man zufrieden in seiner Haut ist.
liebe dieses Konzept. Und wir haben als erstes hier die Self-Care-Palette. Ihr seht gleich, wenn ich euch alle gezeigt habe, es geht vor allen Dingen um Schimmertöne. Wir haben immer so einen matten Ton mit dabei, aber vor allen Dingen sind das wirklich krasse, krasse Schimmertöne. Dann haben wir hier nochmal die Self-Love-Palette. Da sind zwei matte Töne mit drin, aber auch ansonsten 1, 2, 3, 4, 5, 4 Schimmertöne, aber wieder so ein bisschen anderen Farben. Ebenso wie die Self-Confident-Palette und die finde ich unglaublich spannend. Vor allen Dingen diesen Ton hier, der sieht wirklich so ein bisschen aus wie meiner, aber so ein bisschen zarter. Also der ist auch so ein bisschen Duochrome, Metallic, aber wirklich wunderschön. Und zu guter Letzt die Selfish-Palette. Auch die hat einen matten Ton und ich würde vorschlagen, wir schminken einfach so ein bisschen was mit allen. Weil, oder machen wir zwei verschiedene Looks? Das ist so ein bisschen schwierig, ne? Nee, wir machen zwei verschiedene Looks. Ihr liebt das. Alles für euch. Was aber ganz spannend ist, ist dieses Pinselset. Das ist neu mit Alicia und BH rausgekommen. Und das Spannende bei diesem Pinselset ist, dass nicht 20.000 weitere Puderpinsel mit drin ist, sondern dass sie sich wirklich ein Pinselset zusammengestellt haben und entwickelt haben, die kleine, wirklich kleine, präzise Pinsel hat. Falls ihr Ellie schon mal in echt gesehen habt, Ellie ist ja gar nicht so groß. Und ich finde das total krass, dass sie da so weit mitgedacht hat, denn sie hat wirklich kleine Pinsel rausgebracht, die für präzise Arbeiten gemacht sind. Weil ich habe noch kein Pinselset gesehen, was jemals irgendjemand rausgebracht hat, wo der Fokus auf kleinen Blendepinseln lag. Der Pinsel ist hier wirklich, wirklich klein. Wir haben natürlich auch ein paar große, dass ihr damit verschiedene Sachen machen könnt. Ich habe alle schon benutzt. Das heißt, ich erkläre euch einfach so ein bisschen, was ich mit den Pinseln mache. Wir benutzen sie. Spoiler-Alarm, sie sind gut. Sie stehen einmal unten in der Infobox. Ich habe einen BH Cosmetics Code, mit dem ihr 10% auf das komplette BH Cosmetics Sortiment sparen könnt. Auch auf Pinselsets bzw. Influencer-Kollaborationen. Und jetzt geht's los. Ich bin gespannt. Ich bin excited. Ich hoffe, ihr auch. Wir fangen als erstes an mit dem Pinsel Nummer 6 und gehen in der Self-Love-Palette, das ist diese ja goldene, in die Farbe Authenticity. Das ist hier so ein schönes, ja, neutral Braun und das setze ich mir direkt hier hin. Und das Spannende bei den Pinseln ist tatsächlich, sie sind einfach extrem präzise. Das heißt also, falls ihr nur ganz, ganz wenig Platz in den Augen habt, könnt ihr direkt in eure Lidfalte gehen und dann damit ausblenden. Was ich so ein bisschen schade bei den Lidschattenpaletten finde, ist tatsächlich die Farbzusammenstellung. Die Schimmertöne sind fantastisch. Ich persönlich möchte aber gerne Matts haben. Was nicht so schlimm ist, ich habe ungefähr 27 Millionen matte Töne da. Aber so ein paar Schimmertöne, die wirklich so besondere Texturen haben, finde ich gar nicht schlecht. Wie gesagt, der Pinsel ist extrem präzise, also da kann man wirklich... Das ist gut für Einsteiger, weil meistens sind in diesen Einsteiger-Pinselsets so große Pinsel mit drin. Und wenn jemand noch nicht so viel Erfahrung mit Pinseln hat, nimmt er den Pinsel, geht hier rein und hat dann das Pigment überall und ist nicht mehr präzise damit. Und ihr wollt ja, wenn ihr vor allen Dingen so diese kleinen Blends habt, wollt ihr präzise sein. Das geht damit tatsächlich gut. Ich nehme denselben Pinsel und gehe jetzt in meiner Palette, passt auch so ein bisschen, um das Ganze so ein bisschen abzudunkeln, in die Farbe. Subtle und Bossy und nehme wirklich nur ein bisschen auf, um das hier ganz leicht so mit einzuplatzieren und zu verdunkeln. Das wird ein sehr, sehr softer Look. Ich finde, Love ist generell sehr, 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 sehr erwachsen geworden. Also sie sind jetzt, ich glaube, in keiner Drogerie mehr, sondern ausschließlich online. Und bei Müller vielleicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie sind doch schon wirklich erwachsen geworden und dadurch können sie auch einfach viele verschiedene Sachen ausprobieren, die für Make-up-Liebhaber gut sind. Und jetzt nehme ich mir von Ellie den Nummer 3 und gehe als erstes hier in dieses Grüngold. Das ist so ein richtig altes Gold. Wow, she's creamy. Das ist sehr cremig tatsächlich. Ich habe den Pinsel jetzt nicht nass gemacht. Sehr, sehr cremig. Und gehe dann in dieses andere alte Gold. Das sind fantastische Farben. So, ich habe ein bisschen Fallout unterm Auge. Das ist aber nicht so schlimm.
denn es ist fantastisch. Ich nehme jetzt nochmal einen anderen kleinen Pinsel von Ellie und gehe jetzt hier in meiner Palette in die Farbe Story Openings und mische die so mit Bossy. Das hatte ich euch ja gesagt, dass ihr die Farben gut mischen könnt. Und setze mir die an meinen unteren Wimpernkranz. Und das ist halt das Spannende und das Tolle an diesen kleinen Pinseln. Ihr könnt extrem präzise hier in euer Auge gehen und direkt verblenden. Weil die meisten Pencil-Brushes, die ich habe, die sind sehr, sehr festgebunden. Das heißt, ich kann damit nicht verblenden. Yes. Wow. Okay, mega, mega gut. Wir machen weiter mit zwei anderen Paletten, die ich persönlich am spannendsten finde. Und das sind diese beiden hier. Self-Confidence und Selfish. Und da benutze ich als erstes, da brauche ich jetzt einen großen, fluffigen Pinsel von BH. Dieses Orange. Die Farben haben so ein bisschen Kickback. Ist mir ehrlich gesagt wurscht. Setze ich mir nämlich hier als Transition Shade schon mal hin. Und dann nehmen wir gleich wieder die Pinsel von Ellie. Die flachen Pinsel, und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung zu Pinseln, die man schon hat. Weil hiermit zum Beispiel, der ist halt recht dick und flach. Damit kann man extrem gut Concealer oder Lidschattenbase einfach setten. Er ist groß, er ist festgebunden. Zum Verblenden vielleicht jetzt nicht so, aber für halt diese Schritte, die keinen speziellen Pinsel hatten vorher, sondern man immer irgendwas genommen hat, dafür gibt es jetzt so Pinsel. Macht das so ein bisschen Sinn? Die Farben lassen sich übrigens sehr, sehr gut aufbauen. Also die sind jetzt nicht so boom pigmentiert, sondern die sind sehr, sehr einfach zu benutzen tatsächlich. Und jetzt wechsle ich den Pinsel, nehme den flachen, das ist die Nummer 2, und gehe in dieser Palette hier, in dieses dunkle Rot. Sieht sehr voll aus. Okay, das presse ich mir damit einfach hier hin. Und dann kann ich das gleich so ein bisschen verblenden. Schaut mal hier, dieses Blau. Oh, das ist ja auch mega. Das ist auch so ganz zarter Wow. Das hätte ich auch gern benutzt. Aber das passt leider nicht dazu. Mm. Schaut mal, der Pinsel nimmt extrem das Pigment auf. Und ich kann das direkt damit verblenden. Also, was ich sagen muss, so First Impression von den Love-Paletten, qualitativ, bombastisch gut. Ich nehme jetzt meinen Finger und gehe noch hier in die andere Palette und wir gehen in dieses dunkle Rot. Oh, butterweich. Das ist eher so ein zarter Schimmerton. Wow, feuerbändiger Maxim ist am Start. Yes. Was sagt ihr bis jetzt? Also ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht. Ich nehme denselben Pinsel und sind wir mutig? Wir sind jetzt einfach mal mutig. Es geht jetzt um die Farben. Ich nehme so einen kleinen Pinsel hier und gehe in dieses dunkle, ja, was ist das? Schimmerblau. Und setze mir das direkt an meinen unteren Wimpernkranz. Ne? Das ist jetzt das, was ich so ein bisschen meine. Mega Farben. Mir ist der Kontrast ein bisschen zu groß. Aber ist schon krass, ne? Okay, ich muss jetzt nochmal hier eine andere Farbe swatchen, weil die sieht auch lecker. Die sieht wirklich lecker aus. Hier dieses. Oh. Yes. Die hier so oben rüber als Highlight. Also verrückte Looks, ne? Extrem pigmentiert. Wow. Aber. Das ist jetzt kein Look, mit dem ich rausgehen würde, ne? Okay, Freunde, ich habe euch nochmal so ein bisschen zurückgenommen auf die Entfernung. Es sieht schon wirklich, wirklich schön aus. Qualitativ bin ich schock von den Lidschatten. Wirklich, wirklich gut. Was mich so ein bisschen stört, aber das ist meine persönliche Präferenz, wo ich sage, okay. Ist die Zusammenstellung von den Farben. Da hätte mindestens noch jeweils eine neue matte Farbe mit reingemusst, finde ich, um so einen runden Look zu haben, um einen einfachen Look zu haben, wo man sagt, okay, ich nehme diese Palette mit in den Urlaub, das reicht. Ich kann das persönlich nicht. Ich brauche definitiv matte Töne, mit denen ich einfach so ein bisschen spielen kann. Das sind alles wunderschöne Schimmertöne. Ihr seht es sofort. Für Looks ist das so ein bisschen schwierig. Die Pinsel. Was soll ich sagen? Ich habe sie schon benutzt. Sie sind wirklich gut, vor allen Dingen. Und ja, Pinsel haben wir mittlerweile irgendwie alle. Was mich tatsächlich von diesem Pinselset aber so ein bisschen überzeugt, wo ich sage, falls ihr schon Pinsel habt, aber ihr sucht nochmal so etwas
Neues, etwas Besonderes. Ihr habt kleine Pinsel, mit denen ihr sehr, sehr präzise arbeiten könnt. Und zwar, wie viele sind es? 9. Das ist eine Menge für wirklich akzeptables Geld. Mit einem Code kann man immer noch mal so ein bisschen was sparen. Ansonsten toll. Ich muss sagen, es hat richtig, richtig Spaß gemacht, wieder hier zu sein. Es ist jetzt nicht das längste Video, das Wow-Video, aber ich wollte einfach auch noch mal die Zeit nutzen und mich hier hinsetzen und mit euch reden. Wenn ich hätte nur so ein Video gemacht, so, oh mein Gott, danke, das hätte eh keiner geguckt und ich möchte, dass es alle von euch sehen, weil ich möchte, dass ihr wirklich wisst, dass ich mich bei euch bedanke. Wie gesagt, ihr könnt hier einmal meine PR-Box gewinnen. Mein Augen-Make-up passt voll zur Verpackung hier. Ihr könnt eine Palette gewinnen. Teilnahmebedingungen stehen unten in der Infobox. Und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei gewesen seid, Freunde. Vielen Dank für alles. Mittwoch geht es weiter. Ich plane gerade die Woche vor, denn für mich geht es, heute ist Montag für euch, für mich geht es am Mittwoch schon wieder nach München. Es ist im Moment sehr viel los. Ich bin sehr, sehr dankbar. I love you. Bis zum nächsten Mal.